Hallo liebe Gitarrenfreunde, ich starte jetzt eine neue Serie und zwar mit dem bezeichnenden Titel Die 100 wichtigsten Gitarrenfragen für Anfänger. Wie komme ich darauf? Ich betreibe ein Gitarrenforum, das nennt sich Guitar TV Gitarrenforum und das Ganze stammt aus meinem Buch Guitar TV Gitarrenschule ohne Noten. Das Forum wurde damals eingerichtet, um allen, die jetzt nach dem Buch lernen, weitere Hilfen zu geben, damit diese Fragen stellen können und diese sollten natürlich auch beantwortet werden. Dort gibt es ein Unterforum, das nennt sich Anfängerfragen. Und diese Fragen habe ich einfach mal geordnet nach Zugriffszahlen. Das bedeutet für mich, dass je mehr Leute zugreifen auf ein bestimmtes Thema, desto interessanter scheint es für sie zu sein. Deshalb fangen wir direkt mit der häufigst geklickten Frage an. Die Frage, die am meisten geklickt wurde, das waren wirklich zwei Buchstaben, B und M. Mit anderen Worten, der Akkord B-Moll war gemeint. Fragt man sich, was denkt man sich, wenn man jetzt auf B-Moll klickt? Da kann ja natürlich Verschiedenes gemeint sein. Einerseits, wie wird der Akkord gegriffen? Oder habe ich spezielle Probleme mit B-Moll und will deshalb vielleicht eine Antwort finden? Oder kommt die Problematik bei B-Moll auch aus dem Zusammenhang, dass man vielleicht einen anderen Griff meinen könnte und den greifen würde, der allerdings dann falsch wäre? Wir fangen jetzt mal ganz einfach an, was B-Moll im Lied bedeutet. B-Moll ist, wie gesagt, ein Mollgriff, das heißt, es könnte eine Moll parallel sein zu dem Griff D-Dur. Wenn ihr zum Beispiel ein Lied mit D-Dur anfangt, dann habt ihr die Griffe D, G, A da drin als Hauptakkorde, wenn sie alle vorkommen. Und dann gibt es unter anderem auch eine Mollparallele, nämlich B-Moll. Und damit ist der Griff gemeint, da greife ich mal zur Gitarre, das ist der zweite Bund, Barré-Griff. Und die letzten drei Finger machen dann ein A-Moll und dann habt ihr ein B-Moll. Dann muss man wissen, was jetzt wichtig wäre im Zusammenhang. Das Lied fängt mit D vielleicht an, kommt G vor und auch ein A kommt da drin vor. Und komischerweise kommt oft in den Liedern nach einem D ein B-Moll. Das klingt dann ungefähr so. In dem Moment sollte man wissen, und das ist vielleicht ein Punkt, den ihr euch merken könnt aus diesem Film, dieses B-Moll direkt nach einem D lässt sich oft für einen Anfänger auch umgehen. Ich will euch nicht ermuntern, den B-Moll jetzt gar nicht zu erlernen, aber es ist am Anfang doch eine Hilfe und ich denke, das ist auch berechtigt, wenn man das Lied dann trotzdem spielt, einfach ein D weiterspielt. Das geht aus dem einfachen Grunde, weil es gibt ja immer drei Töne für einen Dur-Griff und auch drei Töne, woraus ein Moll-Griff besteht. Und der Unterschied zwischen den beiden Akkorden, das ist ein einziger Ton. Und deshalb ist diese nahe Verwandtschaft, die ermöglicht das Ganze, dass das funktionieren kann, aber nicht muss. Es kann auch sein, dass es sich nicht gut anhört, dann müsst ihr den Akkord lernen. In dem Zusammenhang aber auch noch eine andere Hilfe. Meist wird der B-Moll schon als Barré gegriffen, das muss aber nicht sein. Die einfachste Version, ein B-Moll zu greifen, wäre unten der zweite Bund mit dem Zeigefinger, dritte Bund auf der B-Seite mit dem Mittelfinger und der vierte Bund auf der G-Seite. Diese drei Töne sind schon ein ganz sauberes B-Moll. Was man noch wissen sollte: die Bezeichnung B-Moll ist leider nicht hundertprozentig eindeutig. Denn es gibt einmal die englische Bezeichnung B-Moll und es gibt auch die deutsche Bezeichnung B-Moll. Der Unterschied ist, der zweite Bund B-Moll, das ist die englisch-internationale Bezeichnung. Die deutsche Bezeichnung B-Moll wäre der erste Bund, der gleiche Griff, also nur einen tiefer. Fragt man sich warum? So weit will ich aber in diesem Film nicht gehen. Ihr schaut euch, wenn euch das wirklich interessiert, den Film an.
das deutsche Haar. Der ist auch von mir und den habe ich auch auf YouTube hochgeladen. Den könnt ihr euch angucken, damit das Ganze, die Problematik zwischen dem B und dem H insgesamt erläutert. Und grundsätzlich gilt natürlich für alle Filme, die ich hier immer mache, schreibt eure Fragen in den Kommentaren rein. Oder was ich euch auch empfehle, geht vielleicht auf den Originallink, den habe ich auch im Film hier noch drunter gesetzt, nämlich wo ihr im Gitarrenforum genau diesen Beitrag, worum es gerade ging, findet. Dann seht ihr auch noch viele Antworten von anderen Forenmitgliedern und so wisst ihr vielleicht noch ein bisschen mehr. Ich wünsche euch viel Spaß und dass ihr einiges mitnehmen könnt.